Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst. Und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los! So, wir haben hier ein Lenovo ThinkPad, und zwar ein T570, wie man auch auf dem Rahmen erkennen kann. Und ja, ich zeige euch auch gleich, wo ihr die genaue Modellnummer finden könnt. Aber zuallererst stellen wir sicher, dass das Laptop nicht mehr mit dem Ladekabel verbunden ist. Eine Besonderheit bei dem Modell ist, dass es über zwei Akkus verfügt, wobei einer direkt von außen zugänglich ist. Dafür muss man den einen Stecker hier drüben nach außen ziehen, der bleibt in der Position. Und den anderen muss man halten, während man den Akku einfach nach hinten hinwegzieht. Und ja, die genaue Modellnummer findet man bei diesem Gerät eben auch unter dem Akku, und zwar hier. Und da interessiert uns die Typenbezeichnung, in dem Fall 20JX. Und mit der könnt ihr super einfach alle Ersatzteile bei uns im Shop finden. Dann kann man zu dem Gerät noch sagen, dass ein Displaytausch relativ einfach ist. Man muss dafür nicht die ganze Einheit abnehmen, sondern nur den Frontrahmen. Der ist in dem Fall draufgeklebt. Und wenn man den abgenommen hat, kann man das Display einfach tauschen. Bei der Tastatur sieht es so aus, die kann man von oben rausnehmen. Dafür muss man aber diese drei Schrauben auf der Rückseite lösen. Und ja, wenn man die gelöst hat, dann kann man die Tastatur nach hinten schieben. Ich mache das hier mal im Schnelldurchlauf. Einfach ein bisschen nach hinten hebeln und dann kann man die so einfach rausnehmen. Zum Einbauen auch wieder einfach von hinten ein bisschen einhaken und dann nach unten drücken und dann hat man das erledigt. So, um das Gerät jetzt zu öffnen, muss man diese Schrauben hier lösen. Ich blende euch die auch im Bild ein. Und natürlich auch die von der Tastatur. Bei dem Gerät ist es auch so, dass die Schrauben im Gerät bleiben. Das heißt, man muss die nur lockern und nicht ganz herausschrauben. Ich habe dafür ein Universalwerkzeugset benutzt. Das sind die gängigsten Aufsätze und auch Schrauben mit dabei. Sehr praktisch. Ich verlinke euch das auch in der Videobeschreibung, falls ihr da Interesse habt. Ja, und als Aufsatz nehme ich hier einen Kreuzschraubendreher, und zwar ein PH0. So, dann wollen wir mal schauen, wo genau das Gehäuse eigentlich mit der Gehäuseunterseite verbunden ist. Denn da müssen wir dann rein, um es aufzuhebeln. Und hier zum Beispiel kann man das sehr gut sehen. Zum Aufmachen des Gerätes benutze ich hier einen dünnen, flachen Metallgegenstand. Und dann schaue ich mal, wo ich am besten reinkomme, um eine Öffnung zu kriegen. In dem Fall fange ich jetzt mal auf der Geräterückseite an. Und dann versuche ich, die Gehäuseunterseite ein bisschen nach oben zu hebeln. Mit ein bisschen Wackeln und hin und her rutschen funktioniert das immer ganz gut. Und ja, das laute Knacken gehört dazu. Das ist einfach, wenn die Unterseite aus den Einraststellen gelöst wird. Dann knackt und knirscht das manchmal, das ist aber normal. Da braucht man keine Angst zu haben, was kaputt zu machen. Wenn es irgendwie gar nicht geht, dann nicht mit Gewalt. Lieber nochmal schauen, ob alle Schrauben raus sind. Und ja, dann kann man eigentlich auch schon mit der Hand meistens drunter fassen und das mit ein bisschen Rütteln und hin und her bewegen einfach abziehen. So, jetzt da wir die Unterseite gelöst haben, könnt ihr sie auch mal von innen sehen. Und so sieht dann das Gerät von innen aus. Gut, bevor wir jetzt irgendetwas weiteres machen, trennen wir aber auf jeden Fall erst einmal den Akku vom Mainboard, dass das Gerät auch wirklich keinen Strom mehr hat. Und den Akku sehen wir hier. Und da läuft das Kabel und der Stecker zum Mainboard.
Den Stecker kann man einfach seitlich links und rechts greifen und ja, dann rausziehen. Gut, um jetzt den Akku zu tauschen, muss man nur diese Schrauben hier lösen. Und danach kann man den Akku auch einfach nach oben hin aus dem Gerät nehmen und gegebenenfalls durch einen neuen ersetzen. Unter dem Akku sehen wir hier jetzt übrigens auch das Touchpad. Das lässt sich in dem Fall auch einzeln lösen. Dafür muss man nur diese Schrauben hier rausnehmen und dann dieses Kabel hier noch trennen. Das ist mit einem Kippschalter verbunden, den man erst so nach oben klappen muss. Und dann kann man das Kabel rausziehen. Beim Wiederverbinden nur darauf achten, dass das Kabel wieder richtig drin sitzt, bis zu dieser Linie, die man hier sehen kann. Bis dahin einfach wieder reinstecken. Dann noch den Stecker zuklappen und ja, schon fertig. Um den RAM-Riegel, der hier ist, auszutauschen, muss man eigentlich nur diese beiden Klammern an der Seite so ein bisschen nach außen schieben. Dann springt er einem förmlich entgegen. Man kann ihn dann einfach rausnehmen und austauschen. Beim Wiedereinbau steckt man den einfach genauso wieder rein und drückt den nach unten, bis die Klammern wieder einrasten. So, hier unten sehen wir das Gehäuse der 2,5 Zoll HDD oder der SSD. Da gibt es hier so eine Schlaufe und da kann man das mit ein bisschen Kraft nach oben ziehen. Und ja, dann ist da eben entweder eine 2,5 Zoll Festplatte oder wie in diesem Fall eine ganz normale SSD verbaut. Sollte hier allerdings eine 2,5 Zoll drin sein, wäre diese Abdeckung und die Platine nicht da. Und bei einem Nachrüsten auf eine SSD müsste man das beides mit dazu kaufen. Wenn man die SSD tauschen will, muss man zuerst die Abdeckung abschrauben und danach noch die Schraube von der SSD selber. Und dann kann man die einfach so ein bisschen nach oben hebeln und aus dem Slot ziehen. Die ist da leicht festgeklebt, also keine Angst, wenn das da ein bisschen schwerer geht. Und beim Einbau eigentlich selbsterklärend, einfach wieder in den Slot schieben, nach unten drücken und dann wird alles wieder verschraubt. Hier gibt es auch einen praktischen Pfeil, der nach oben zeigt. Und ja, dann kann man das gesamte Gehäuse einfach wieder da in die Schienen legen und nach unten drücken. Da spürt man ganz gut, wenn das dann wieder richtig sitzt. So, die Lüfter lassen sich bei diesem Modell nur zusammen mit dem Heatsink tauschen. Das heißt, hierzu muss man die Schrauben vom GPU und vom CPU-Kühler entfernen. Der Lüfter selber hat keine Schrauben. Dann muss man das Kabel, was den Lüfter mit dem Motherboard verbindet, trennen. Den kann man einfach nach oben ziehen. Und dann wird die gesamte Einheit mit Heatsink aus dem Gerät genommen und ersetzt, wobei die Wärmeleitpaste bei dem neuen Lüfter dann mit dabei ist. Um den Akku jetzt wieder einzubauen, legt man den einfach wieder in das Gerät. Der ist passgenau, da gibt es nicht so viele Möglichkeiten. Und dann kann man den wieder festschrauben. Und am Ende natürlich nicht vergessen, den Stecker wieder zu verbinden, was manchmal durchaus ein bisschen friemelig sein kann. Da auf jeden Fall achten, dass der richtig drin steckt, damit das Laptop dann auch wieder Strom bekommt. So, die Gehäuseunterseite wird jetzt einfach wieder drauf gedrückt. Und ja, da kann man ruhig ein bisschen kräftig alle Stellen wirklich zudrücken, auch in der Mitte. Man hört das auch immer sehr gut, wie alles wieder einrastet. Ich gehe dann am Ende auch immer einmal um das Gerät herum und schaue, dass wirklich nirgendwo mehr eine Öffnung zu sehen ist. Und dann werden die Schrauben wieder fest angezogen. Und zum Schluss natürlich auch den Akku wieder einbauen. Den kann man einfach wieder reinschieben, nach unten drücken, bis der einrastet und auch die beiden Schieber wieder zurückspringen. Und dann hat man das erledigt.
So, das war's auch schon wieder für dieses Modell. Wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen und ich wünsche euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.